Ja, willkommen zurück. Schön, dass du wieder dabei bist. Und weiter geht's hier. Uns läuft die Zeit davon. Vertrau mir einfach. Sagte die Frau, die mich von dem fucking Leuchtturm geschubst hat. Was? Hast du gerade... Oh mein Gott. Verdammte scheiß Lichtwerte hier. Mit deinem krummen Touren schaltest du meinen Zugriff nicht vollständig ab, Eva. Okay, ist hier sonst noch irgendetwas? Finde ich cool, wenn man sich so dreht, dann... Versteckte Fallen? Alter, was? Wirklich, Eva? Ich versuche nur Zeit zu gewinnen. Hm, danke, dass du Bescheid sagst. Ah! Da Fug. Das ist ziemlich teure Ausrüstung, die du hier durch die Gegend wirfst. Ich meine es ernst, bleib einfach, wo du bist und warte, bis ich fertig bin. Oh, scheiße. Ach, du kannst mich mal. Bis wo muss ich denn gehen? Hier? Hallo? Ah. Kann ich ja auch hier mal durch? Danke. Hier ist nichts mehr. Och, frech. Sieht aus, als wären da Bonbons drin. Kann ich auch ein paar Bonbons haben? Muss ich da rein? Ein Globus? Hier ist nichts. Ich will keine Fallen mehr. Ich mag das gar nicht. Ich finde das nicht gut. Nein. Ich möchte das bitte nicht. Ach so, Mann, da war ich doch. Doof. Hör mal, zwing mich nicht dazu, hier auszusteigen und dir den Stecker zu ziehen. Du würdest ernsthaft riskieren, dass deine Erinnerungen in diesem kaputten Zustand bleiben? Hör einfach auf, bitte. Ich brauche nicht lang. Oh, nicht schon wieder? Oh Gott, nein, bitte nicht. Ah, oder komm doch und hol mich. Ich bin am Ende des Flurs. Blöde Kuh, ey. Lauf weiter, ha, da, da, ha. Hallo? Oh! What the fuck? Das meinst du doch nicht wirklich? Findest du das witzig, Eva? Großer Gott, das sind nicht nur einfache Zombie-Evas. Das sind Zombie-Was. Oh ja! Kein Schritt näher, ich bin bewaffnet. Was? WASD auf der Tastatur benutzt, um zu schießen? Ja. Geh weg. Blöde Kuh. Au, du Kacke. Oh Gott, lass mich durch. Oh, puh, das wird niemals was. Nein! Kann ich da nicht hoch, verdammt. Ich hänge fest. Darf ich mal bitte durch, ey? Ihr seid doch scheiße, seid ihr. Hau ab, du olle Punze, ey. Lass mich doch durch. Darf ich mal bitte durch? Oh Gott. Oh Gott. Puh, sind diese Dinge also doch etwas zu etwas gut. Oh Mann, ey. Oh Gott, nein! Hau ab, ey! Alter, du blöde Kacke-Kuh, ey. Mann! Ich will nicht wieder zurück. Oh, blöde Kuh, ey. Du bist so ätzend, ey. Ich sag dir das. Hau ab jetzt hier. Ah, oh, nein! Aber wo muss ich jetzt hin? Geht doch alle weg, ich hasse euch. Oh, scheiße. Es ist super ätzend und super kacke. Kann ich mal bitte durch? Oh, nee. Oh, da, da. Oh, ich will doch nicht da. Nein. Ich kann hier nichts machen, ne? Die keilen mich ein.
kann euch ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, wie es hier weitergehen soll. Das ist kacke. Halt die Klapizo. Lass mich mal durch. So, was ändert sich jetzt hier? Hat sich hier irgendwas verändert? Ich bin hier in der Falle. Hau ab, Eva. Du bist kacke. Ich muss in jeden Raum. Ich muss gucken. Ist nichts. Hau ab. Hier ist nichts. Hallo? Ah, ihr geht mir auf den Sack. Hätte ich einen Sack, dann... Aber was muss ich denn verändern hier? Halt die Klapize. Oh Gott. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ah, stirb jetzt. Aber es sind weniger, oder? Das ist alles nur eine Schleife. Ja, habe ich gemerkt. Habe ich schon lange gemerkt. Und ich habe versucht, sie... Oh, fuck drauf. What? Mhm. Was zum... Bin ich durch mit dem Geschießel mit der blöden Kuh, ey? Ah, sie ist gut. Ich mag sie aber auch lieber als ihn. Okay, lass mich mal hier lang gehen. Was? Eva? Was ist passiert? Eva? Oh, fuck. Oh. Was? Kleine River bei der Alten? Was noch? Milliarden von Leuchttürmen, die festsitzen am anderen Ende des Himmels. Das ganze System versinkt im Chaos. Scheiße. Oh Gott, scheiße. Wieso kann ich hier durchgehen? Was ist das denn? Sag mir einfach, was los ist. Ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Nicht da rein? Nee. Oh. Es ist fertig, River. Sie wird nie mehr allein sein. Hier stehen nur die Oliven rum. Ich will einfach nicht wie alle anderen sein, Nick. Wie fühlt es sich an? Wahrscheinlich nur die Verantwortung. Hier ist gut was los. Das ist Chaos pur. Das ist die absolute Vernichtung von Gedanken. Irgendwie habe ich das Gefühl. Aber wir sind schon nah dran. Es wird Ihnen helfen, den Zustand Ihrer Patientin zu verstehen. Lieber nicht. Warum das? Es wird Ihnen helfen, den Zustand... Ja, bla 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 bla. Knistert auch so. Es ist so wie eine Exekution der Erinnerungen. Oh, ich weiß nicht. Ich finde das nicht gut, dass sie sie... Oh Gott, ich heule gleich hier, ey. Ich weine hier gleich richtig hart, ey. Des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen, ja. Ich kann das nicht ab, Alter. Also es ist dieses Emotionale, ne? Hallo. Warte, bleib hier. Ich bin Johnny. Und wie heißt du? Dein Platz? Oh, Entschuldigung. Ich wollte mich hier nicht allein breit machen.
Ich bin Johnny und wie heißt du? Ist hier noch irgendetwas? Das ist die pure Exekution der Erinnerungen. Hör mal, das ist lange her. Kein Datum, keine Uhrzeit, Johnny. Kein Datum, keine Uhrzeit, Johnny. Okay. Oh, scheiße. Jetzt wissen wir auch, warum der Papierhase. Ja? Ja, dann geh ran. Hallo, Neil? Morpheus? Was? Hier ist Eva, du Trottel. Kein Scheiß, wir sind die Einzigen hier. Eva, was auch immer du gerade tust, hör auf damit. Wir wissen vielleicht nicht, was Johnny will, aber wir wissen genau, was er nicht will. Und genau das beschwörst du gerade herauf. Es ist bereits geschehen, Neil. Warum kommst du da nicht endlich raus? Oh. Was hast du mit ihr gemacht? Entspann dich, sie geht nur woanders hin. Weißt du, es ist eine Sache, meinen Zugriff zu blockieren und mich mit ein paar Oliven zu füttern. Aber das hier ist jenseits von Gut und Böse. Es tut mir leid. Aber das hier führt zu gar nichts, wenn du weiter die Erinnerung zurücksetzt. Aber jetzt ist das der einzige Weg. Du musst mir vertrauen. Also bitte, beruhige dich einfach und warte hier. Dann los jetzt. Auslösen. Wo willst du denn noch hin? Es gibt noch eine allerletzte Sache, die ich erledigen muss. Du kleine Poserin, es gibt doch gar keinen Grund, ein Tor zu visualisieren. Was soll eigentlich dieses Melodrama, Neil? Warum kämpfst du so hart um das hier? Vergiss es, wir haben keine Zeit. Das wird schon, Mann. Dreh dich einfach um. Alles klar, alles klar. Hey, 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 was machst du? Psst. Hallo? Sorry, Kleiner. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Also erstmal hat er diese Blockade gehabt durch die Medikation, die ihm verabreicht wurde, nachdem sein Bruder gestorben ist. Und jetzt wird ihm auch noch River weggenommen. Das ist ein bisschen hart. Los jetzt, sonst sind alle guten Tische besetzt. Die sind alle gleich gut, Mensch. Nein, Joey hat recht. An denen in der Nähe der Küche riecht es besser. Ja, ganz genau. Und man muss sich nur umdrehen, um einen Oliven-Nachschlag zu kriegen. Bah, Oliven. Weil River jetzt weg ist, ist der Bruder wieder da? Oder hat sie ihn jetzt ausgetauscht? Ihn zu retten rechtfertigt gar nichts. Er kann sich immer eine neue River suchen, Neil. Aber sein Bruder gibt es nur einmal. Oh, ich weiß nicht, scheiße. Jetzt komm, wir stehen im Weg. Oh, ich weiß nicht. Die Liebe seines Lebens nehmen?
So kaputt war sie gar nicht, weil sie hat was mit diesen ganzen Papierhasen bezweckt. Sie hat versucht, ihn daran zu erinnern. Ach, Scheiße. Ach, ich weiß nicht, das ist so schwierig. Das Schnabeltier sitzt da. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das, hat es also wirklich geschafft, was? Es ist krass, der River wurde aus seiner Erinnerung exekutiert und Joey wurde dafür eingepflanzt, was vielleicht auch ganz gut ist, damit die ihren Job erfüllen können. Aber es ist dennoch so, dass man weiß, dass River, es ist schwer. Wenn man, ich weiß nicht, es ist natürlich so, wenn man, stell mal vor, du selbst, du hast eine große Liebe und sie wird ja, die große Liebe wird ja aus dem Gehirn radiert. Du weißt nicht, dass du die große Liebe verloren hast, du weißt es nicht, aber trotzdem ist das nicht richtig. Es ist nicht richtig. Ja. Ich denke, wir sind bald kurz vorm Ende und schauen wir mal. Der Bruder ist Autor geworden, Joey. Und wollen wir mal schauen, ob er es zum Mond schafft.
Und ob er das schafft, sehen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.